Hallo Mitspieler, mein Name ist Salo Riot und ich begrüße euch zur 33. Episode dieses Empyrean Galactic Survival Let's Plays. Ja, wir können langsam aber sicher planen hier zu reisen. Aber ich will natürlich das hier auch alles in einem ansprechenden Zustand hinterlassen. Also das wird halt noch erledigt. Beispielsweise hier dieser Zugang, ne? Runter in meinen Keller. Das müssen wir uns ja auch noch irgendwie auszirkeln. Das Schiff kann ich an für sich erstmal ausmachen. Von der Sache her. Da ist jetzt erstmal Ruhe. Da können wir Strom sparen. Auch wenn es eine schöne Lichtquelle ist. Oder Lichtquelle. Apropos Lichtquelle. Ich habe hier drin zwar eine Lampe hängen, aber eigentlich brauche ich die nicht, wenn ich hier mal das Licht ausmache. Ich habe ja hier vor jeder Tür draußen, habe ich ja hier so eine Fackel stehen und die leuchten hier drin. Also, Moment, ich mache mal das Licht auch aus. Gut, ist ein bisschen diesig. Aber ich glaube, es ist mal Zeit, dass wir mal einen kleinen Bewegungsmelder so an der Decke hängen. Und zwar nehmen wir uns einen Schalter, rechte Maustaste und dann den Bewegungsmelder. Vorher sollte man aber auf jeden Fall checken, Signale sind an, das ist wichtig. So, angucken, P drücken. Bewegungsmelder. Hier, so, er braucht erstmal ein Ausgangssignal. Und das ist Bewegungsmelder 01. Lege ich einfach mal so fest, der heißt so Enter drücken, damit er das auch irgendwie behält. So, und BM01 soll diese Lampe steuern. Da gucken wir auch direkt drauf und drücken P, dass sie uns hier direkt ausgegeben wird. Das ist jetzt diese Lampe. Und da hatte ich schon rumprobiert. BW01 gibt nicht mehr. Bewegungsmelder ist auf Follow. Müsste dann für sich okay sein. So, jetzt müsste man wahrscheinlich bloß noch einstellen, wie der Bewegungsmelder funktionieren soll. Der Starduster kommt auf dem Server. Dave fummelt gerade in Asteroidenfeldern rum. Wo macht es kein Tüdüt oder so? Bewegungsmelder muss ich. Da war auf jeden Fall ein Tüdüt irgendwie. Na, tut sich irgendwas, aber der Bewegungsmelder an sich ist noch nicht richtig eingestellt. Und zwar, wir drücken wieder P. Sind auf den Bewegungsmelder, ist er hervorgehoben da unten. Gehen auf Geräte und sagen Interactive Setup. So, wir machen das mal auf Minimal. Dann seht ihr, dieser rote Raum hier muss verstellt werden. Und das können wir, steht unten rechts, vergrößern mit der linken Steuerung und eine Zahl am Nummernblock, also Steuerung und 8 geht jetzt hier in diese Richtung. Okay, gucken wir da mal hin. So, zack, bis zur Tür. Praktisch, wenn ich durch die Tür komme, geht hier drin Licht an. So ist es geplant. Die 6 geht in diese Richtung. Was ist das? Ja, sieht gut aus. Die 2 demnach dort lang. Auch gut. Dann bleibt ja bloß noch die 4. Okay. Moment, wird natürlich noch nichts passieren, weil es direkt über uns stattfindet. Das heißt, wir müssen mit der 5 noch vom Bewegungsmelder weg. Also Steuerung und 5. 1 und 2. Bin ich noch extra einen tiefer gegangen. Dass wenn ich hier von unten komme, okay, die Treppe hochkomme, dass jetzt schon mal das Licht angeht. Ne? Kann man noch machen. Ich würde sagen, der ist eingestellt. Den können wir so lassen. Mit Escape gehen wir raus. Testen wir mal. Gehen wir mal raus. Licht ist aus, wie wir sehen. Licht ist an. So einfach ist es mit dem Bewegungsmelder. Okay. Ja, die Parkanlage. Wie kommen wir da am besten ran? Also von der Sache her. Schon sagen, in zwei Steine wird es wohl sicherlich noch in diese Richtung gehen. Dann in diese Richtung und hoch. Hätten wir denn irgendwo Platz, eine Hangartür einzusetzen, damit wir mit so weit wie dem Transporter direkt landen könnten? Na, das wird ein bisschen eng. Also, weil selbst wenn wir hier die Hangartür hinbauen, ist ja wenig Platz für Auffahrt, weil irgendwann wird hier hinten Wasser beginnen. Hm.
Ja, ist dann halt ein bisschen enger hier in der Ecke. Gut, sagen hier brüllen wir einfach mal runter und gucken, wo wir ankommen. Ja, dann wird auch gerade wieder ein bisschen heller. Ich überlege gerade bei Promethium, ne? Da könnte man sich auch mal auf den Weg machen. Ah, guck mal, hier sind wir auf irgendwas drauf. Ominöse Blöcke in der Erde. Sind wir hier schon? Nö. Ah, okay. Für perfekt eingeschaltet sozusagen. Sozusagen, wollte er sagen. Jetzt. Ihr fliegt wenigstens raus. Schauen wir mal die Buddelei hier. Schauen wir mal, wo das hinführt. Ja, so eine kleine, simple Auffahrt, was hier doch wieder für Probleme macht. Naja, Probleme nicht direkt, aber Arbeit, ne? Oder halt schlechte Vorplanung von der Sache her. Aber am Ende, was nicht passt, wird passend gemacht, ne? So, wie ist denn die Flucht? Wo fängt's an, wenn da auffahrt? Ich könnte das hier schon die Flucht von der Auffahrt sein, also diese Innenkante. Rutscht die hier runter. So, okay. Deswegen klappt das, geht das hier direkt um eine Ecke oder wie? Schauen wir mal, wie sich das am Ende gibt. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein klein bisschen zu buddeln. Obenrum kann ja auch alles weg. Da ist ja Landeplattform drüber. Da. Hier die volle Verlängerung an der Seite. Ja, wie breit machen wir die Rampe? Wieder 4, wa? Die waren auch hier 4 breit, oder? Oder sogar 5. Hier irgendwo abzählen. Ja, sieht man kaum. Fünf waren wir breit, okay. Das heißt, 5 in die Richtung. Beziehungsweise 6 mit der Abschlussanmauer. Okay.
Kann Beton überhaupt hier noch dabei? Ja, 500 Stück sollte ausreichend sein. Was wartet jetzt? Wartet ihr? Jetzt hat er mir einen Bewegungsmelder hier in Sand gebaut und den darf ich jetzt suchen, weil ich da sonst keinen Stein hinsetzen kann oder wie? Ja, wer keine Arbeit hat, macht sich welche, ne? Da ist er ja schon. Schwere Nöter. So. Pflastern wir einfach irgendwie zu. Oh ja, noch ein bisschen bullen. Na gut, ich würde sagen, kleiner Anfang ist getan. Das kann ich ja auch so gesehen auch in aller Ruhe für mich machen. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir das Sonnenlicht noch ein bisschen nutzen. Noch sind ja noch 10 Minuten, um noch ein bisschen Promethium anzukriegen. Finde ich eine gute Idee. Ich glaube, ich sollte auch wenigstens ein Gewürz mehr anpflanzen. Damit es besser aufgeht. Ja. Behalten wir wie so vieles im Hinterkopf. Ja, und hier die Pflanzenbeete. Brauche ich dafür einen anderen Konstruktor? Brauche ich dafür den großen Konstruktor? Um den bauen zu können? Um andere Pflanzenpötte bauen zu können? Also ich habe schon im Skillmenü nachgesehen, es gibt keine. Also, ich kann sie nicht freischalten, Pflanzenpöttiche für Space, also für Raumschiffe. Steht ja da, platzierbar auf Basis, platzierbar auf Basis. Kann ich mir nur vorstellen, dass ich dafür den erweiterten Konstruktor brauche, den größerten, den verbesserten vielmehr. Und ich glaube, den geben wir uns auch mal. Soll er den mal bauen? Hat er zu tun? Wir machen uns, würde ich sagen, auf dem Weg. Haben wir noch einen Trödel dabei? Irgendwie. Ja, für Ressourcen sollte das reichen, so wie aufs Dach. So, wie ist hier der Stand der Dinge? Die Dinge stehen ja noch 61% Strom. Das dürfte für einen geschmeidigen Hopser zum Promethium und zurück. Dürfte das völlig ausreichend sein, ja. Dann in diese Richtung. Da hatten wir auf jeden Fall noch ein Promethium, wenn ich so zwei vorkomme. Kann man ja nachgucken, was erzähle ich hier. Ja, eins, zwei. Und das Eisen könnte man eigentlich auch gleich mitnehmen, was da ist. Schauen wir mal. Ja, ist schade, dass SVs haben ja keine Geschütztürme, die automatisch verteidigen können. Ne? Das heißt also hier, wenn wir da Tiere haben, wird es doch erstmal ein erbitterter Kampf ums, ja, Hausrecht, sozusagen. Ums Bleiberecht. Die Ecke war ja doch ganz schön verwanzt hier. Mit Viechern. Oh, da kommt das erste Promethium. Spuren im Sand, okay. So, muss noch kühlen, kannst doch ausbleiben. Warum ist eigentlich das Debug-Interface an? So,
Hört man irgendeine Schnake, irgendein Viech oder so? Oh, hier könnte ein guter Zugang sein. Oder? Auch alles wieder verschüttet hier. Irgendwie. Hm. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Habe ich meinen zweiten Bohrer überhaupt dabei, falls der kaputt geht, weil ich... Ich habe einen zweiten Bohrer extra gebaut, weil der hier bald kaputt gehen wird. Bus, wo ist der denn? Habe ich den eventuell hier mit dabei etwa? Aber irgendwo hatte ich den. Ja, den hatte ich hier. Okay. Nehme ich ihn schon mal mit. Und ich habe ja doch was zum Kühlen. Auch wenn es nur wenig ist. Dann kühl doch. So, machen wir Text an. Ich will wissen, wo wir hinbohren wollen. Nee, nee. So, da ist auf jeden Fall was Blaues. Ist alles? Na, wird mal ein bisschen buddeln, umso leichter hat man es beim nächsten Mal. Habe ich an anderer Stelle gesehen. Dass wenn man beispielsweise diesen ganzen Raum hier unten aushebt, dass dann die Prometheum-Klumpen praktisch im freien Raum spawnen und man praktisch noch hingehen braucht, um die wegzubohren. Und das fand ich eigentlich relativ gut. Tiefe Höhle sein muss. Gut, man weiß ja nicht, wie wir vorher verteilt waren. Bohr mich mal dahin. Gibt es denn generell Informationen, wie voll, wie leer? Weniger als 10%. Ja, okay, dann ist das wahrscheinlich die letzte Flocke hier hinten. Ziemlich zerklüftet hier. Tunnelsystem. Ah, seht ihr? Guck mal, das liegt hier sogar fast frei rum. Katsching, so. Markierung ist weg. Dann können wir wieder versuchen rauszukommen. Oh, hier ist Sonnenlicht. Sieht gut aus, ja. Reicht nicht. Braucht das barrierefrei. Warte, man kommt hier nicht runter. So, bleib doch einfach mal stehen. Nee, stehen bleiben ist nicht. Nicht ideal. Beim nächsten Mal arbeiten wir wieder ein bisschen mehr dran. So, jetzt fliegen wir mal weiter. Zum nächsten Prometheum. So, das müsste ein bisschen in diese Richtung sein. So, aufpassen, er lebt wieder da unten. Spucken mal runter. Ja. So, irgendwo hier geradezu, ja. Schauen wir
Atomiker Verbuddelspuren hier sehen? Jawohl. Natürlich Map. Weniger als 10%, sag mal, Leute. Was buddelt ihr denn hier? Lasst ihr eh eine Flocke jeweils drinnen immer für den nächsten? Seid ihr so drauf? Und das wird auch wieder so ein. Nee, scheint schön nur Hülle zu sein. Wo wäre denn das ganze andere Prometheum? Das kann ja nicht alles hier in diesem geraden Gang gewesen sein. Zaubertrick erledigt, ja. Das Eisen könnte man hin und man könnte hier oben das Prometheum machen, ne? Aber ich glaube, ich habe ein bisschen wenig Essen mitgenommen, kann das sein? Mann, nun stell dich doch nicht so an. Also wirklich, guckt euch das doch mal an. Völlig durchtrainierter Astronaut kommt hier, was weiß ich, diese Schräge nicht hoch, wo eine 80-Jährige ihren Einkaufswagen hochschieben würde. Also wirklich. Sorry, muss ich wieder ein bisschen meckern. Würde ich sagen, fliegen wir gleich zum Prometheum. Eisen haben wir noch. Von der Sache her. Und zwar auch nicht üppig. Ja, aber. Prometheum ist ein bisschen entfernt. Wir wissen nicht, wie lange das dauert. Und nur noch 193 Essen unten links auf der Uhr. Wollen wir auch nicht, dass das zu eng wird. Hat der da einen Marker drauf irgendwie? Eigentlich schon, ja. Dann können wir den auch direkt anvisieren. Here we go. So, und ich glaube, ich hatte doch hier auch irgendwo eine Lampe hingestellt, oder? Und einen guten Eingang. Boah, guck dich an. Ja. Mit Granaten geerntet hier, anscheinend. Und ist das Ding auch wieder 10% nur noch übrig, oder was? Ich komme nicht höher mit der Map, was soll das denn? Kommen da an die Ressourcen hier rein? Zumindest, da stand er eben kurz mit. Hallo. Ah, das macht so auch keinen Spaß, Leute. Ein Klumpen könnte hier sein. Das ist alles wieder. Labyrinth, was hier war, das hat sich meiner Meinung nach wieder so ein bisschen zugesetzt. Ich bin der Meinung, das wird schon mal zugänglicher, aber. Klick, 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 klick. Ich glaube, jetzt ist er durch, oder? Probier doch mal den hier. Müssen wir wohl doch noch ein bisschen weiter fliegen, um mal ein bisschen an Prometheum anzukommen. Also hier auf dem Planeten. Also wenn ich jetzt irgendeinem Scherzkeks hinterherfliege, der mir wirklich in jeder Nebenvorkommen eine so eine Flocke übrig gelassen hat, dann ist das ja auch eine Sache, die auf Dauer auch nicht so viel Spaß macht. Das könnt ihr nachvollziehen. Vom Rahmen her ist er dann ein paar Meter hier entfernt. Also an der Dicke des blauen Rahmens, bin ich der Meinung, erkennt man so ein bisschen, wie weit es weg ist.
wahrscheinlich auch genau von der falschen Seite. Na, schicken wir ein Hai raus. Schauen, ob man irgendwo sonst noch was glowet. Nee. Ja, auch abgearbeitet. Prometheum noch 5 insgesamt. Und wahrscheinlich genau am anderen Ende dieser Welt. Dreh, dreh, dreh. Obenrum eigentlich wenig. Kratos ist ganz schön abgegrast, würde ich sagen. Unten hätten wir 2. Eine Abandoned Mine, okay. Hier mittendrin. Auch klein. Das war alles so weit weg. Finde ich. Und hier unten im Süden. Ja, die beten hier. Das ist aber ein Weg, das sind also, ja, mehrere Minuten. Überlegen, ob man das nicht irgendwie durch den Weltraum abkürzen könnte. Ah, Problem ist, dass man sich da oben an der Kugel nur optisch orientieren kann. Südosten müsste die gewesen sein, ne? Also ungefähr die Richtung zu den Ressourcen. Dahin 16 Kilometer. Also jetzt der Gedanke praktisch einfach so hoch. Und dann außen am Planeten lang, weil man ja draußen rum ein bisschen schneller ist. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, weil wir uns nicht orientieren können. Wir können oben nicht konkret sagen, wir fliegen jetzt auch in Richtung Südwest, Südosten. Oh, aus Versehen eine Rakete abgeschossen. Kann passieren. Die Ausrichtung vom Raumschiff verändert beim Austritt vom Planeten. Hm, probieren wir mal, das, was die gebracht hat, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Was, schon fast am Erdreich wieder dran. Zum Ernst. Ungefähr scheinen wir noch auf dem richtigen Weg zu sein. Also wir waren ungefähr hier und sind jetzt hier. Für was könnten da nun um die 10 Kilometer sein, die wir hier oben zurücklegen? Ja, und wieder runter.
jetzt ja ungefähr 100 hin, würde ich sagen. Mal ein bisschen nachkorrigieren, aber man macht doch ordentlich Meter. Also das würde wesentlich länger dauern, wenn wir das auf der Planetenoberfläche exerzieren würden. Wir fliegen oben halt eben doppelt so schnell. Ne? Wir fliegen hier 49 Meter pro Sekunde und im Orbit pro Sekunde 114 oder was das waren. Das ist natürlich ein wahnsinniger Unterschied. Ne? Nochmal 10, 20, 30 Sekunden einfach in die Richtung. Haben wir so gesehen wieder ein bisschen was rausbekommen? Ich hoffe, wir werden nicht verhungern. Ich glaube, ich sollte auch mal gucken, ob ich irgendwo so ein bisschen Gemüse abpflücke da unten. Kann ich mir hier so einen Müsli-Riegel bauen. Ein bisschen vom Weg abgekommen, aber trotzdem finde ich akzeptabel. Na, rechts Kilimanjaro. Das ist schneebedeckter Wipfel, auch ein schöner Teich hier. Ne? Oh, das ist Urwelt, kann das sein? Zugewachsen aus hier. Na, doch irgendwo hängen geblieben. Sieger dabei, so ist es ja nicht. Kann man hier Parkplätze machen? Direkten Weg wird hier einfach alles weggeholzt. Oh, und hier wurde auch schon gebuddelt, wenn man sieht, okay. Hier im Urwald ist die Framerate ein Albtraum. Und hier zeigt uns anscheinend auch wieder irgendein Promethium an, was es so ja nicht mehr gibt. Also ich sehe nichts blau, aber hier wurde ein Block ersetzt, also direkt hier. Das scheint doch das Promethium zu sein, aber ich sehe dahinter nichts. Ich habe doch diesen Scanner habe ich doch in der Tasche. Und der sagt ja mir, wenn man. Warum ist der Jetpack wieder aus? Was soll das denn? Und der Scanner sagt ja mir, wenn man ein Buch an der Hand hat, wo diese Flakes sind. Und wie man sieht, sieht man gar nichts. Also ist davon auszugehen. Er hat sich wahrscheinlich schon eher direkt von oben versorgt, kann das sein. Ah, Drohne leckt mich am Arsch, ne. Das scheint eh nichts zu werden. Mann. Ups. Worin? Bitte nicht. Wo steht mein Schiff eigentlich? Da. Na, das ist ja eher uncool, dass man hier dem Promethium so hinterher reist. Oh,
Da ist ein Käfer. Und jetzt passe ich nicht durch die Tür. Der da. Den sehen? Da ist noch einer. Na gut, okay. Deswegen sind wir nicht hier. Ja, was denn jetzt? Was denn jetzt? Circa 100% übrig. Zurückziehen, wenn ich so nach unten gucke. Also ich gebe rückwärts Gas und ich dachte, dass ich so ein bisschen in der Luft stehen kann. Das mache ich gerne mal. Das funktioniert nicht. Da reicht der Druck nach hinten nicht aus. Okay. Ja, so eine Stunts kann ich mit dem anderen Transporter machen. Buddelspuren, so wie es aussieht. Und hier wurde wohl auch wieder irgendwie ersetzt und ein fetter Block mit Erde drin gebaut. So, und ich bin mal in den Bohrer. Oh, und hier ist tatsächlich noch Ressourcen. Aber außerhalb. ...78 waren das, okay. Also das hier, diesen Block, hat er ersetzt? Irgendwie. Irgendwie liegt das doch alles daneben. Merkwürdig. Texte mal ich mal aus. Irritieren ein wenig. Ja, hier scheinen ja 5-6 Blöcke irgendwie verteilt zu sein rundherum. Da hinten ist da noch was. Ein bisschen weiter entfernt, so kommt es mir vor. Ist schwer zu erkennen. Und halt hier noch. Ja, müssen wir hier tatsächlich mit dem Wipe-Befehl rangehen. Ist toll, wisst ihr, dann wipe mal wieder heute. Ich habe jetzt 2-3 Tage Drehpause, weil ich ja aufgenommen habe. Und in den 2-3 Tagen wird wieder alles abgearbeitet. Komm dann wieder her zum Aufnehmen und hab dann wieder, ja, das Problem. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Mich bis dahin durchbohren, jetzt sind da mit Sicherheit 20-30 Meter gerader Tunnel einfach nur. Oh, der ist weit weg. Da fragt man sich, ob es nicht noch vielleicht noch einen anderen Zugang gäbe dorthin. Kommt da oben mit dem Jetpack rauf? Ich würde sagen, nein. Nee. Muss ich mich rausbuddeln. Oh. Andere Tunnelsystem, okay. Hilft uns das in irgendeiner Art und Weise? Also ein bisschen näher an dem Ding dran, aber raus bringt's uns nicht. Schlechte Orientierung hier gerade. Meine Rüd, wir müssen nach oben. Alles andere ist egal. 13 Bohrerladung dürfte reichen, aber Nahrung könnte alles in allem irgendwann eng werden.
irgendwie hat man das Gefühl, dass so manche Texturen hier auch so irgendwie doppelt drauf liegen irgendwie, als wenn die sich so ein bisschen überlagern. Irgendwie, also manchmal hat man so eine Art Doppelbild irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wird zu genommen. Die Düsen schaffen das nicht, mich da. Nicht bis hier hoch. Na, stehen bleiben kurz. Voll machen. Jawohl. Ey, was soll denn das? Warum drückt er mich wieder runter? Ist da Gegenwind oder was? Ich stand doch eben, stand ich doch schon mal hier drauf. Wieso ist, hat er mich denn wieder runtergezogen? Unglaublich, also wirklich. Diesen N Prometheum, der hier noch irgendwo unten ist, den sieht man von hier oben ja nicht. Oder doch, da unten ist er. Ja, ist mir aber zu weit und zu tief, bis dahin zu buddeln. Ja, Mission Prometheum entwickelt sich so ein bisschen als Sorgenkind. Wie viel haben wir insgesamt? 182, das ist nicht besonders viel. Ich hätte doch mal gerne irgendeine Gemüsepflanze oder sowas. Warte mal, wir haben noch ein Pflanzenprotein, war das hier oder so? Kann das sein? Zwei Pflanzenprotein, oder? Fällt einem doch was zu ein. Und zwar der hier. Ja, ich bin ja schon dabei und hab den mal nicht so. Zur Not, wir haben ja auch noch eine Notfallverpflegung. Ne? Also das ist einmal voll das Programm, einmal komplett voll. Ja, die werden wir brauchen, wenn nicht bald hier fertig wird. Gut, wir können ja schon mal in Richtung Heimat wieder fliegen. Also ich glaube, ohne einen Vibe macht das hier keinen Sinn, die letzten 5 Uhr noch anzufliegen. Wo könnte Heimat sein? Doch Nordwesten irgendwie hier. Mit ein bisschen mehr Westen im Anteil, ungefähr dort. Ja. Und dann nehmen wir auch für die Abkürzung oben lang. Ja, 182 Prometheum, das sind, was weiß ich, 20, 30 Energiezellen und dann wartet. Naja, nicht so schlimm. Wir machen Feierabend. Ist ja eben nur noch der Rückflug, den müsst ihr euch nicht mit ansehen. Bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seid. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, würde es im Kommentarbereich oder kommt in meinem Forum vorbei. www.daloriot.de. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.